Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir machen jetzt erstmal die roten Steine an. Und dann gehen wir direkt zur nächsten Mission, die sich hier links befindet. Okay, jetzt sind wir hier in Hagrids Garten. Und wir zerstören natürlich erstmal alles, was er hier besitzt. Er kann froh sein, dass wir nicht noch bei ihm reingehen. Sonst hat er gar nichts mehr. Glaube ich mal. Okay, wir müssen Seidenschnabel befreien. So heißt er hier übrigens. Er hat eigentlich einen schönen kleinen Garten. Und ich zerstöre den. Warum hat hier eine Alraune einfach so offen rumstehen? So, der Fisch dort rechts im Fass hat auf jeden Fall Spaß. So. Okay, das Teil dort hinten muss da raus und die Alraune nehme ich mal. Was habe ich überhaupt gerade auf dem Kopf? Ich habe eine Antenne da dran. Na egal. Wenn ich das jetzt anschieße. Ah, okay, dann kommt es da raus. Und der Fisch. Hey. Der Fisch ist hier gerade noch gesprungen. Okay, kommt da jetzt auch noch Geld raus? Nein. Und jetzt kann ich irgendwas mit dem Fisch machen. Ah, er kriegt was zu essen. Und jetzt können wir hier einen Grill bauen, glaube ich. Sieht aus wie ein Grill. Ja, das ist auch ein Grill. Hier gibt's noch mehr zu essen. Hier, fang. Und jetzt kann ich die Teile zerstören, glaube ich. Oder auch nicht. Aber ja, doch, damit kann ich die Ketten zerstören. Und er ist frei. Aua. Okay, jetzt sind wir hier im verbotenen Wald. Ah, da längst ist ein Schüler in Gefahr.
Und den habe ich gerettet. Hier gibt es sehr viel zu zerstören. Und das ist gut, das gibt viel Geld. Naja, obwohl die Sachen hier eigentlich nicht so wirklich viel Geld bringen. Da rächt sich doch viel mehr Geld. So. Okay, wir lassen das jetzt einfach, das dauert mir ein bisschen zu lang tatsächlich. Kann ich auf den rumspringen? Hm. Ich dachte, die funktionieren genauso wie der Pilz. Okay, wir haben eine Schallplatte. Kriege ich das von hier unten? Nein. So und so. Und wir bauen eine Wolke. Ach, wir füllen hier den See auf. Und ich kann jetzt irgendwas graben. Irgendwann, ah, eine neue Schallplatte. Ah, sogar noch ein einfacherer Weg nach oben. Okay, 60.000 wird wahre Abenteurer sein. Und das haben wir. Ja. So. Ich denke mal, ich hole mir damit ein Host-Button. Nein. Ach, eine goldene Schallplatte. Okay, ich denke mal, das ist die, die wir dann brauchen. Dass die anderen irgendwie nur so Deko sind. Wenn ich die da jetzt stehen, liegen lasse, bleibt die dann dort liegen oder despawnt die? Oder respawnt, meine ich. Nein, die bleibt dort liegen. Ich würde erstmal gerne die zwei hier testen. Okay, dann kommst du mal. Dann komm du mal her. Ist, glaube ich. Oh ne, doch nicht. Das ist eine andere Musik. Oh, das. Okay, hat sich gelohnt. Gib ein Hauswappen.
Gut, dann legen wir jetzt die richtige auf. Okay, wir sind natürlich noch nicht fertig. Da kommt noch etwas. Ach, da sehe ich schon Zugriff. Oh, die Dementoren sind schon da. Okay, dann sammeln wir hier einmal das Geld ein. Nach dort oben komme ich nicht. Kann ich die damit umbringen? Nein. Zumindest jetzt noch nicht. Ah, okay. Und wir bauen uns eine Brücke. Ah, okay, ich dachte, ich wollte da vorbei an dem Pilz. Ah, jetzt muss ich die Dementoren töten. Und was baue ich mir hier? Keine Ahnung. Ein Ballon. Oh. Ah, da kommt Geld raus. So. Das waren alle, auch wenn da oben noch drei angezeigt werden. Okay, einer ist gerade einfach ohne Grund gestorben. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Okay, hier oben ist jetzt aber auch nichts. Okay, ich glaube, ich muss echt einfach... okay, da sind jetzt neue zugekommen. Und hier ist der letzte. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Ein Hauswappen haben wir gesammelt. Wahre Zauberer sind wir natürlich geworden. Wir haben jetzt fast die 2 Millionen Stats. Schüler in Gefahr haben wir gerettet. Und jetzt haben wir 3 goldene Steine dazu bekommen. Okay, Geschichte fortsetzen. Zeitumkehrer freigeschaltet. Ach, dafür kriegen wir keinen goldenen Stein. Gut, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.